mir gibt es heute eine Erdbeer-Hugo-Torte. Passend zum Muttertag dachte ich mir, eine kleine Torte wäre mal wieder angebracht. Und Erdbeeren sind jetzt so schön und was Frisches kommt auch immer recht und darum gibt es heute eine Erdbeer-Hugo-Torte. Ich lese euch mal kurz vor, was wir für die Torte brauchen. Es ist ein bisschen aufwendiger, aber ich glaube, wir können das ganz gut meistern. Für den Boden brauchen wir 100 Gramm weiche Butter, 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 2 ganze Eier, 100 Gramm Mehl und einen halben Teelöffel Backpulver. Für den Rührteig quasi, das ist kein Biskuit, das wird ein Rührteig. Dann braucht man Erdbeermarmelade, so 3 Esslöffel und Erdbeeren 500 Gramm. Und dann kommt die Füllung noch für unsere Torte. Da braucht man 9 Blatt Gelatine, weiß, 300 Gramm Joghurt, 100 Gramm Zucker, eine abgeriebene Zitrone, 100 Milliliter Hugo Sekt, ihr könnt auch normalen Sekt nehmen, natürlich auch gerne alkoholfrei, und 500 Gramm Sahne. Und dann braucht man noch für obendrauf quasi einen Tortenguss. Ich habe jetzt den mit Erdbeergeschmack, dann braucht man nochmal 100 Gramm von dem Hugo oder Sekt, was ihr auch nehmen möchtet, Wasser und dann Zucker. Und so schwer hört sich doch das gar nicht an. Und auch die Zutaten sind wirklich nichts Spezielles, was man nicht bekommt oder nicht zu Hause hat. Meinen Backofen habe ich jetzt schon mal vorgeheizt für unseren Boden auf 180 Grad Ober- und Unterhitze und der Boden wird in der mittleren Einschubhöhe gebacken. Und los geht's mit unserer Butter. Die Butter sollte auf jeden Fall weich sein. Und die rühren wir uns jetzt auf der Stufe 3 ein bisschen cremig. Höher würde ich nicht schalten, sonst haut uns die ab und geht so an den Mixtopfrand hoch. Und während die auf Stufe 3 rührt, können wir auch von oben dann schon den Zucker mit dem Vanillezucker dazugeben. Und das lassen wir jetzt ruhig so eine Minute mal durchrühren, dass sich der Zucker ein bisschen auflöst schon. Eine Minute hat es jetzt bei mir ein bisschen aufgerührt und jetzt schalte ich wieder auf Stufe 3 und gebe langsam die Eier von oben durch. Und rühre auch jedes Ei wieder eine Minute auf Stufe 3 unter. Nach einer Minute schiebe ich einmal vom Rand runter, dass es auch richtig schön verbunden wird alles, aber lasst euch jetzt wieder schön Zeit, um die Eier unterzugeben. Fast 3 Minuten habe ich jetzt meine Eier-, Butter- und Zuckermischung schlagen lassen. Schiebe ihr das jetzt nochmal vom Rand runter. Und gebe da jetzt das Mehl mit dem Backpulver dazu. Und rühre mir das jetzt nur noch kurz auf der Stufe 2,5. Mit dem Rechts-Links-Lauf abwechselnd unter. Und schon ist unser Mürbteigboden fertig. Rührteig, nicht Mürbteig, Rührteigboden. Und der kommt jetzt in die 26er Springform, die ich mit Backpapier belegt habe, den Boden. Da geben wir jetzt den Rührteig hinein. Streichen uns den in der Form glatt. Und geben ihn jetzt für 20 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in die mittlere Einschubhöhe. In der Zwischenzeit, in der der Kuchen backt, könnt ihr euch jetzt schon mal eure Erdbeeren waschen.
und gut die Hälfte in kleine Würfel, in kleine Stücke schneiden. Außenrum werden wir dann die Erdbeeren aufstellen, damit es ein schönes Bild ist. Also lasst euch da so, was weiß ich, 150 Gramm vielleicht Erdbeeren übrig. Oder ihr wartet einfach, bis ich das mache, dann kann ich euch sagen, wie viele Erdbeeren ich außenrum gebracht habe, die ich nur in Scheiben geschnitten habe und die anderen Würfel werfe. Auf jeden Fall könnt ihr sie schon mal waschen und gut die Hälfte davon klein schneiden. 20 Minuten geht der jetzt erstmal im Backofen. Mein Rührteigboden ist fertig und war bei mir genau 20 Minuten, ich muss schon meinen Handschuh wieder anziehen, bei 180 Grad im Backofen und so sieht er jetzt aus. Den lösen wir jetzt, den Ring, und lassen den Boden schön abkühlen, geben den dann auf unsere Tortenplatte, wo wir die Torte dann auch servieren wollen, wenn er abgekühlt ist, und machen dann außen einen Tortenring rum. Sowie den Boden dann bestreichen mit der Marmelade. Ich habe mir schon meine Erdbeermarmelade hergerichtet. Und die bestreichen wir dann auf den kalten Boden, bevor wir zusammen wieder weitermachen. Während unser Tortenboden noch abkühlt, können wir schon langsam weitermachen mit unserer Füllung. Die Gelatineblätter weicht ihr jetzt in Wasser ein, genauso wie es hinten auf eurer Gebrauchsanleitung draufsteht. Ich habe meine neuen Blätter jetzt in einem Schälchen mit Wasser und da kann das jetzt derweil stehen. Und dann geben wir in unseren Mixtopf. Ich habe jetzt schon drin eine abgeriebene Zitronenschale. Die habe ich gleich, die Schale einer abgeriebenen Zitrone, die habe ich mir gleich in den Mixtopf geschält. Dazu kommen jetzt unsere 500 Gramm Joghurt, 3,5%iger. Wiegen wir mal vorsichtshalber. 300 Gramm Joghurt. Ja, gut, dass ich jetzt nochmal lese. Ich hätte jetzt fast alles reingekippt. 300 Gramm. Dazu kommen 100 Gramm Zucker. Ihr könnt da jetzt wirklich ganz normalen Zucker verwenden. Ich kaufe eigentlich immer Bio-Zitronen und oft braucht man ja nur den Saft. Dann ziehe ich mir die Schale der Zitronen runter, lasse die erst trocknen und gebe sie dann mit Zucker in meinen Thermomix und mal mir einen Zitronenzucker. Und ich finde, das würde jetzt zu der Torte sehr gut passen. Und gebe von dem Zitronenzucker 100 Gramm dazu, sowie 100 Gramm von meinem Hugo oder Sekt, was immer ihr auch nehmen möchtet. Aber Hugo und Erdbeere und Joghurt passt immer zusammen. Die Minze, der Holunder. Und das verrühren wir uns jetzt noch ganz kurz auf der Stufe 2. Auf Stufe 2,5 habe ich gedreht. Und habe natürlich wieder alles auf meinem Messer liegen. Das holen wir uns aber erstmal runter. Gott, wie das jetzt schon duftet. Und dann lassen wir das erstmal stehen. Ich will euch jetzt nur kurz mal den Boden zeigen, bevor ich meinen Rand außenrum mache. Schön ist er, richtig schöner Rührkuchenboden. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Jetzt mache ich meinen Ring außenrum, bestreiche den mit Erdbeermarmelade. Und jetzt nehmt ihr euch, ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen, dass ich da innen drin schon begonnen habe, die Erdbeeren reinzustellen. Ich habe jetzt übrigens, ich glaube, ich brauche 5 Erdbeeren, schöne große, in so dünne Streifen geschnitten, Scheiben geschnitten. Und die werden jetzt nur an den Rand gestellt, quasi, dass man das dann von außen sieht. Schauen wir mal, 5 habe ich mir aufgeschnitten. Die Ecken habe ich jetzt nicht mit rein, die kommen dann danach dazu.
5 Erdbeeren sind es bei mir, die ich jetzt verbraucht habe. Das kommt natürlich immer auf eure Größe drauf an. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Einen Teil der Erdbeeren, so circa 250 Gramm, habe ich mir jetzt so geviertelt. Die kommen jetzt in die Mitte vom Boden. Oh, da ist noch eine halbe, die ist aber zu groß. Die legen wir jetzt da rein. So sieht es jetzt momentan aus, unsere Torte. Das geben wir weg. Jetzt drückt ihr eure Gelatine aus und löst sie auf. Entweder ihr macht es am Ofen, ganz leichte Hitze, oder wie ich stelle sie bei 600 Watt kurz in die Mikrowelle. Also ohne Wasser, so ausgedrückt wie sie jetzt ist, kommt sie jetzt kurz bei mir in die Mikrowelle oder bei euch auf den Herd und ganz bei niedriger Hitze, bis sie einfach aufgelöst ist. Das schmilzt so dahin. 20 Sekunden auf 600 Watt hat es jetzt bei mir gedauert und die Gelatine ist aufgelöst. Und jetzt gebe ich erst so 3 Esslöffel von der Joghurtcreme zur Gelatine dazu. Einfach damit die... Ja, das macht man einfach, damit die Temperaturausgleich ein bisschen hat. Verrühre mir das Ganze mit dem Schneebesen. Und auch das rühren wir jetzt nochmal auf der Stufe 2,5, so 10 bis 15 Sekunden gut durch. Und so lassen wir die Creme jetzt erstmal kurz stehen, bis sie leicht anzieht. In der Zwischenzeit machen wir weiter mit der Sahne. Wer jetzt das Glück hat, wie ich, einen zweiten Mixtopf zu besitzen, der wechselt einfach die Töpfe. Ihr könnt die Sahne aber natürlich auch ganz normal mit dem Handrührgerät aufschlagen. Ich schlage meine im Thermomix auf. Wichtig dabei ist jetzt der Schmetterling. Dann braucht man 500 Gramm Sahne. Die sollte natürlich schön kalt sein, wie immer bei der Sahne. 515, ich hatte noch ein angebrochenes Paket, aber das passt schon so. Und die Sahne stelle ich jetzt einfach mit dem Schmetterling auf Stufe 3, ohne Zeiteingabe. Da müsst ihr jetzt drauf achten, wie lange das dauert, das hört ihr aber auch. Ich schaue immer wieder mal oben rein und ich sage euch dann, wie lange es bei mir gedauert hat. Das könnt ihr aber bitte nicht als Maß nehmen, weil jede Sahne hat einen anderen Fettgehalt und der Topf ist kühler oder die Sahne ist kälter. Da müsst ihr wirklich reinschauen oder ihr geht, wenn ihr euch nicht traut, auf Nummer sicher und nehmt das Handrührgerät oder eine andere Küchenmaschine. 4 Minuten 20 hat meine Sahne jetzt geschlagen. Jetzt ist sie so, dass sie mir gut passt. Und zu der Sahne gebe ich jetzt meine Joghurtmischung. Bei mir sieht man richtig schön die Zitronenschale drin. Ich hole das vom Rand alles nochmal runter. Die Joghurtcreme hat auch schon begonnen anzuziehen, also die ist schon fester geworden. Gut, 8 Blatt Gelatine lügen auch nicht. Vom Rand, vom Deckel, das nehmen wir natürlich auch mit. Das ist auch gar nicht schlimm, wenn das da oben flüssig ist, weil wir ja die Gelatine haben. Und dann habe ich noch so 100 Gramm klein geschnittene Erdbeeren, die habe ich jetzt wirklich in kleine Stücke geschnitten, die auch noch dazu kommen. Und das Ganze verrühren wir uns jetzt nur noch ganz kurz. Sekunden waren das jetzt kurz auf Stufe 3. Den Rest machen wir mit dem Spatel. Holen uns den Schmetterling jetzt einmal raus und geben die Masse jetzt schön in die Mitte von unserer Torte. Oh.
mein Mann wird sich heute denken, es ist Weihnachten, weil ich drehe natürlich schon ein bisschen vor für Muttertag auch und also ich bin noch in der Zeit des Zuhausebleibens bei Corona, also ich darf noch nicht arbeiten. Und es ist heute, Gott, was haben wir für einen Wochentag? Dienstag. Es ist Dienstag und es gibt so eine leckere Torte, kein Kuchen mehr. Aber in Zeiten Coronas ist alles anders. Und ob ich den jetzt Samstag mache oder ob wir den jetzt unter der Woche Nachmittag zum Kaffee trinken, essen, ist auch schon wurscht. Jetzt verteile ich mir das bloß noch mit dem kleinen Streicher. Jetzt kommt noch ein Guss drauf, den mache ich auch im Thermomix. Das heißt, ich muss jetzt trotzdem spülen, kurz zwischendurch. Und dann machen wir den Tortenguss oben drüber. Für den Tortenguss geben wir uns jetzt, okay, also ich gebe mir Hugo als Flüssigkeit in den Tortenguss. Ihr könnt euch aber da auch wirklich nur mit Wasser benutzen. Ihr könnt es aufteilen, ihr könnt einen Teil Sekt, einen Teil Wasser. Macht es bitte, wie ihr möchtet. Ich werde jetzt 250 Gramm Flüssigkeit von dem Hugo benutzen. Werde meinen Tortenguss jetzt natürlich auch nicht mehr zuckern, weil ja der Hugo schon gezuckert ist. Gebe mir den jetzt das Päckchen hier rein. Vermischt es nur ganz kurz auf Stufe 3 und kochen wir den jetzt auf. Ich gebe als Zeiteingabe mal 4 Minuten 50 habe ich jetzt drin, 100 Grad und die Stufe 2. Ob die Zeit ausreicht, sage ich euch dann. Es muss auf jeden Fall die 100 Grad erreichen, damit der Tortenguss bindet. Also 3 Minuten haben bei mir jetzt absolut ausgereicht. Und der Tortenguss blubbert und ist schön fest. Und den geben wir jetzt, so warm wie er ist, über unsere Creme. Dadurch entsteht normalerweise immer so ein Marmoreffekt, weil ein Teil der Creme dann hochkommt. Wenn ihr das riechen könntet, der Erdbeertortenguss mit dem Hugo. Also wenn keine Kinder mitessen, würde ich euch das schon sehr empfehlen. Jetzt schauen wir mal, ob das auch heute klappt mit dem Marmoreffekt. Schön langsam gießen. Also wenn das keine schöne Torte ist, weiß ich auch nicht mehr. Sieht jetzt schon toll aus, muss ich sagen. So kommt die jetzt für natürlich mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank. Wenn mein Schatz Glück hat, können wir sie heute schon anschneiden. Bei mir ist jetzt 10:30. Mal gucken. Ich zeige euch auf jeden Fall das Foto von der Torte und das Anschnittfoto. Und vielleicht habt ihr Lust, oh, ihr seht schon, schaut, jetzt kommt das weiße Buch. Ich denke, man kann es gut erkennen auf der Kamera. Und das Marmormuster soll ja dann so sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Muttertag. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Pfiat euch!